Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Such das Kimono gefunden. Warum wurde es mir denn vorher nicht auf der Karte angezeigt? Warum wird es mir jetzt hier unten angezeigt? Was soll der Scheiß? Ich fühle mich geprankt. Vorwärts. Ach, die ganzen Dinger stehen hier noch von der Tsukumo-Jagd, wo ich alle Tsukumos der jetzigen Maps abgesammelt habe. Das ist die Hakenkralle, wenn ich es richtig sehe. Du könntest tatsächlich ein Feuervogel sein. Ich habe die Wasserwaffe ausgerüstet, oder? Nee. Mach dich einmal kurz aggro, damit du in meiner Liste bist. Und dann gucke ich nochmal nach wegen Wasser. Ich bin ja instant wieder bei dir. In deine scheiß Visage. So, dann ziehe ich mich kurz wieder. Ich habe deinen Angriff gesehen, das sieht mir nach Wasser aus. Ich glaube, du magst den Block in deinem Kopf nicht, kann das sein? Nee, ich glaube, du bist ein Wasservogel. Allein ein Zeichen deuten darauf. Okay, dann brauche ich die Waffe nicht wechseln gehen. Ich glaube, ich habe eh nicht die Wasserwaffe ausgerüstet. Aber Wasser ist viel angenehmer als Gift. Es kann losgehen. Ja, komm. Flieg. Schieß. Schieß doch. Ach, jetzt schießt du, wo der wieder gelandet ist. Das wird dir nicht gefallen. Aua. Die Ecke hier ist echt kacke zum Kämpfen. Da ist was zum Abbauen. Magst du bestimmt gleich wieder abheben, ne? Was für eine unnütze Harpune! Die hat daneben geschossen! Sieht zwar gewaltig aus, aber irgendwie macht es weit weniger Damage, als man denkt. Oh.
Zum Glück kannst du nicht zielen. Ich muss das immer so gut wie es geht nutzen, während ich den Mod drauf habe. Nein, das könnte fies werden. Das könnte jetzt gerade richtig fies werden. Du bist 100 pro ein Wasservogel. Dann wäre Holz wahrscheinlich effektiv gegen dich. Okay, du spawnst das immer unter mir. Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Du bewegst dich null wie ein Vogel. Weißt du das? Nur in der Luft bewegst du dich wie einer, aber am Boden, da versuchst du irgendwie einen auf Beyblade zu machen. Erde. Wasser und Luft komplett ineffektiv. Bloß nicht nutzen. Ich will jetzt trotzdem sicherheitshalber nachgucken. Habe ich überhaupt die richtige Waffe ausgerüstet? Ich hoffe, ich habe jetzt keine Wasserwaffe ausgerüstet. Ah, gut, dass ich nachgeguckt habe. Stimmt ja, ich habe auch noch hier was Neues bekommen. Ich wüsste jetzt nur nicht was. Ach, hier, diesen Verhinderer. Den nehme ich auf jeden Fall mal. Und das nehme ich mal. Muss ich mal sortieren irgendwann. Was machst du da? Fertig. Nimm das. Von wem wir runterfallen? Danke, das nehme ich mal. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Nimm das. Heilen. Aua. Man muss ja immer erst lernen, wie die Monster funktionieren, ne? Frag mich, ob es sich lohnt, immer wieder mal den Flock in den rein zu rammen. Ob das irgendwie so ein negativer Effekt ist, wenn der in ihm drin steckt. Holt ihn auf jeden Fall auch gut vom Himmel runter. Kann ich überhaupt einen zweiten platzieren? Nee. Es kann losgehen. Nimm das. Fertig. Und runter vom Himmel. Was war das denn für ein Angriff? Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Oh, tot. Er hat mich gegessen.
Verzeih. Das sieht überhaupt nicht merkwürdig aus. Ich bin tatsächlich nicht einmal gestorben. Bitte, Karakuin. Effekt. Oh. Das will ich gleich mal direkt hier in dem Lager aufbauen. Ich hier noch irgendwas von dem Vieh? Ich habe den auf jeden Fall sehr viel rausgeprügelt. Dafür sind diese Armbrüste echt gut. Deswegen nutze ich die auch so gern. Erstens machen guten Schaden und zweitens, die prügeln echt die Materialien raus. Wo ist dieser Perlmutschnabel jetzt hier in dieser List? Da. Nee, doch. Der gehört auch zum Giftstamm. Na gut, weiß ich wenigstens, dass ich den nicht farmen muss. Weil hier wird der ja nicht gebraucht und ich brauche diesen Stamm. Man könnte natürlich auch so gehen, dass man sich eine Giftwaffe macht, ne? Überhaupt keine Einwände, aber mich interessieren eher die Elementwaffen. Und da würde ich so oder so an denen vorbeiziehen. Und das Problem ist ja wirklich, wenn ich hier den Stamm beispielsweise auch nochmal haben will, oder den hier, dann müsste ich nochmal komplett von hier oben aus anfangen, was mich jedes Mal aufs Neue ultra viel Zeit kostet, weil ich dann das Monster nochmal auf den Lowrank vernichten muss. Das hier, das hier, das hier, da muss ich hier nochmal sammeln und dann erst kann ich hier das machen. Und da brauche ich auch wieder zigtausend Erz und Herzsteine. Allein um den Weg dann ein zweites Mal zu machen, ich bräuchte mindestens 5 Stunden. Und das ist das, was mich bei White Hart so extrem ankotzt. Das Farming-System an sich. Also, ich vergleiche das Spiel ja wirklich stark mit Monster Hunter, weil das ja sich teilweise auch als ein besseres Monster Hunter aufgepustert hat. Was ich nicht finde, dass es so ist. Die Story ist auf jeden Fall geil, mit den Karakuri ist das auch, aber ich finde das Farming-System so extrem zum Kotzen. Allein mit den Monstern, das ist jetzt nicht das Problem. Wenn man weiß, wie man die Teile umbringen kann und wenn man das mit der Armbrust weiß, sowieso, dann ist es leicht, deren Teile zu farmen, weil man kann die Armbrust einfach alles runterballern lassen. Allein bei diesem Grunzern, der kann mindestens 20 Mal das Dorn vom Rücken runterschießen, bevor ihr den vernichtet. Aber mit diesen Herzsteinen beispielsweise, ich finde das so zum Kotzen. Du brauchst jetzt, wir können das mal wirklich zählen. Hier brauche ich allein schon einen Stein, um den ersten zu holen. Dann brauche ich nochmal einen hier, sind wir schon bei 2. Hier brauche ich dann den dritten. Hier bin ich dann direkt bei 7. Hier bin ich dann bei 13. Dann nochmal 5 Erz hinterher. Dann nochmal 10 Herzsteine, entweder für das oder für das, sind wir bei 23, plus 11 Erze, egal welchen von beiden wir nehmen. Da brauchst du so arschlange, bis du endlich diese scheiß Steine hast. Ich mach's mir ja wirklich schon mittlerweile zur Aufgabe, jedes Mal, wenn ich sehe, dass da irgendwie so ein Erz in der Gegend rumliegt, dass ich es auch instant einsammle, wie zum Beispiel das, was da hinten liegt. Aber du hast keine Garantie, dass das jetzt bedingt ein Herzstein ist, weil Herzsteine, große Erzbrocken, Erz, sieht alles drei komplett gleich aus. Deswegen finde ich das Farming-System, was die Erze angeht, extrem zum Kotzen. Du hängst allein um diesen Weg, nur für diese Erze zu machen. Im Schnitt mindestens eine Stunde, zwei, vielleicht sogar drei dran. Man kann natürlich hier die Questen noch zusätzlich machen, wie zum Beispiel hier, die dir 6 Herzsteine bringt. Aber selbst dann, du musst das Vieh ja dann mindestens 4-mal umbringen. Und du brauchst auch dafür im Schnitt mindestens 15 bis 20 Minuten, um das Vieh umzunieten.
Man kann jetzt hier nicht sagen, hey, geh doch auf einen kleineren Schwierigkeitsgrad, da kriegst du eventuell wesentlich mehr Herzsteine. Nein, da krieg ich auch nur maximal 3. Bei dem Lava-Rücken hier 4. Also, ja, hier, das ist das Leichteste, wo man eventuell an Herzsteine rankäme. Aber das löst ja trotzdem nicht das Problem, dass ich dann auch noch massig an den normalen Ärzten brauche. Also wie gesagt, das ist das, was mich an diesem Spiel am meisten ankotzt. Das Farming-System von diesen Ärzten, dass du das nach der dritten Waffe auch bei jedem massig brauchst. Vor allen Dingen, wir können das jetzt hier nochmal im Schmiedestamm sehen. Ich nehme jetzt einfach hier irgendeins aus der Richtung. Hier brauche ich dann auch nochmal 6 Erze, nochmal 2 Erzbrocken, nochmal 10 Erze, nochmal 5 Erze, dann nochmal 5 Erzbrocken, nochmal 5 Erzbrocken. Die Körperteile zu sammeln von den Viechern, das geht 10-mal schneller als diese Erze zu sammeln. Hier allein 15 Herzsteine, direkt aufeinander folgend. Bei den Erzbrocken, da kann man sich nicht beschweren. Das Maximale, was ich da bisher gesehen habe, ist 3. Na gut, 4. Hier unten bei dem Eisgrundsatz schon wieder 20 Herzsteine. Okay, die Waffe schießt den Vogel ab bei dem Erzbrocken. 15 Erzbrocken. Also ihr versteht, warum mich das Farming-System bei dem Spiel im Vergleich zu Monster Hunter, eine Spielreihe, die ich ultra liebe und allein deswegen dieses Spiel auch gespielt habe, weil das ja so Monster Hunter-like ist, wie zum Beispiel Dauntless es ja auch ist. Und solche Spiele feiere ich einfach. Aber hier ist es halt einfach mega zum Kotzen. So. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ein, vielleicht zwei Viecher würde ich heute noch jagen. Nämlich einmal den Liliengleiter, da darf ich sowieso standardmäßig mit dem Katana rein. Da würde ich aber lieber den hier nehmen, weil da kriege ich wenigstens Herzsteine. Und wenn die Zeit noch da ist, eventuell diesen Onyx-Stachel, weil das ist das einzig andere Vieh, was ich sehe. Was noch ein neueres Monster ist, dass wir die dann heute abhaken, dass ich dann offscreen auch die farmen kann, weil ich will Erstkampf-Reaction natürlich onscreen haben, aber wenn ich dann farmen gehe, das tue ich euch nicht an, da sitze ich wie gesagt Stunden dran. Ich kriege auch wesentlich mehr Herzsteine beispielsweise durch die Questen, als wenn ich frei über die Map renne. Aber selbst dann kriege ich, wie gesagt, nur 6 und man braucht ja teilweise 20 Herzsteine, um eine Waffe abzugraden. Ich glaube, bei den Rüstungen brauchst du die auch. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich gucke sicherheitshalber nochmal. Nee, bei den Rüstungen braucht man die glücklicherweise nicht. Zumindest nicht bei jeder. Hier bräuchte man auch wieder das blaue Säulenerz. Oder 4 Herzsteine. Na gut, dann machen wir den Liniengleiter noch fertig und ich würde dann gucken, dass ich auch den Onyx-Stachel heute noch fertig mache. Dass wir die beiden Monster abhaken und ich mich dann offscreen daran setze, die ganzen Elementwaffen zu holen. Eventuell sogar, dass wir auf der höchstmöglichen Stufe jetzt gerade sind, dass ich beim nächsten Mal deutlich besser loslegen kann. Ich werde das dann auch übrigens nur für die Katanas machen. Für die Krallen und so weiter, da lasse ich das, weil ich säße 20 Stunden daran. Allein die Herzsteine zu farmen. Tut mir leid, wenn es das wie Flaming gegenüber dem Spiel gilt. Versteht mich nicht falsch. Ich mag das Spiel, aber ich finde dieses Farming-System ultra kacke. Und ich habe eigentlich nichts gegen Farmen. Aber ich finde, das ist hier scheiße umgesetzt. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.